Greenwashing wird oftmals zuerst in Verbindung mit Unternehmen gebracht, die durch Marketing- und PR-Maßnahmen ein grünes Image erschaffen. Einer anderen Form von Greenwashing begegnet man immer wieder. Nicht nur in Unternehmen, sondern auch bei Einzelpersonen im Karriereweg. Man möchte sich besser darstellen, als die eigenen Fähigkeiten tatsächlich sind. Und wenn man zu diesem Thema Personen befragt, dann geben sogar ein Drittel der Befragten zu, dass sie in Bezug auf Fähigkeiten und Schwächen schon einmal gelogen haben. Auch wenn man hierzu die Agentur für Arbeit befragt, dann hat diese eine klare Meinung. In Bewerbungsgesprächen fällt Greenwashing vor allem im Bereich zu fachlichen Themen oder bei Rückfragen zum Lebenslauf auf. Aber wann betreibe ich selbst Greenwashing? Fällt mir das überhaupt auf? Sobald mündliche und schriftliche Aussagen mir selber Fähigkeiten zusprechen, die ich so nicht besitze, betreibe ich Greenwashing. Also Schwächen habe ich eigentlich keine. Pünktlich bin ich wirklich immer. Das steht bei mir an oberster Stelle. Sich selbst zu verkaufen ist nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes. Jedoch sollte man es richtig machen. Ganz nach dem Motto, vernünftiges Eigenmarketing statt übertriebenes Greenwashing. Auch die Agentur für Arbeit ist überzeugt, dass gesundes Eigenmarketing wichtig ist. Man kann auch in der Karrierewelt nicht jeden überzeugen, sollte aber seinen Wert kennen und sich deshalb richtig verkaufen. Noten sagen nichts über deine Fähigkeiten aus. Sie sind nur eine Momentaufnahme. Leistungen zeigen Effektivität von Prozessen. Bei der Frage, was für die Befragten wichtiger ist, Leistung oder einen guten Abschluss, wurden von 95% bestätigt, dass die Leistung wichtiger ist als gute Noten. Auch bestätigen 78%, in ein Bewerbungsgespräch gehen würden, wenn sie vorab wüssten, dass ein Zeugnis keine Rolle spielt. Natürlich spielt das Zeugnis aber noch eine Rolle, wird aber laut der Agentur für Arbeit hinten angestellt. Es wird vor allem auf einen lückenlosen Lebenslauf und Arbeitszeugnisse geachtet. Wichtig ist auch der Bezug zwischen der angestrebten Stelle und den eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten herzustellen. Auch wenn es mittlerweile laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht mehr erforderlich ist, ein Bild im Lebenslauf zu haben, ist es dennoch von Unternehmerseite erwünscht. Mit ihrer Oberweite könnten sie gut in unser Unternehmen passen. Mit solchen Aussagen entstehen unangenehme Situationen, denen man im Bewerbungsgespräch ausgeliefert ist. Viele der Befragten gaben an, aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Eine unangenehme Situation wäre beispielsweise, auch wenn man zum Greenwashing gezwungen wird. Früher bzw. auch noch heute in gewissen Branchen muss man zum Beispiel förmlich gekleidet zum Bewerbungsgespräch erscheinen, obwohl man sich dabei nicht wohlfühlt. Hierbei ist zum Glück ein Wandel zu spüren, da man mittlerweile bei vielen Unternehmen sein kann, wie man ist und sich kleiden kann, so wie man sich wohlfühlt. Auch ein digitaler Wandel findet statt. Bewerbungen werden immer öfter online und über Bewerberportale abgewickelt. Unternehmen setzen immer mehr auf automatisierte Prozesse, was ein gewisses Maß an technischem Verständnis voraussetzt. Um auch beim Thema Greenwashing bei Bewerbungen einen Wandel anzustoßen, hier nochmal ein paar Tipps, wie ihr euch gut vermarkten und eure Chancen beim Bewerbungsgespräch und im Job vergrößern könnt, ohne Greenwashing zu betreiben. Mach dir dein eigenes Profil bewusst, kenn deine Stärken und deine Schwächen. Präsentier dich, damit deine Stärken und Fähigkeiten auch von anderen wahrgenommen werden. Bleib bei der Wahrheit, Glaubwürdigkeit ist wichtig. Zeig Initiative und bring deine eigene Meinung und Vorschläge mit ein und rede nicht einfach, um irgendwas gesagt zu haben. Greif auch mal anderen unter die Arme. Sei hilfsbereit, wobei du auch deine Qualitäten mit einbringen kannst. Das zeigt deine soziale Kompetenz.